Gut, ich glaube, dann geht die Hauptstory-Quest weiter. Ich bin gespannt. Ich muss hier lang, oder? Kann das sein? Moment. Ich bin aber jetzt, Moment. Ich bin voll geheilt, okay. Oh, hi. Muss ich zu dir? Wie geht's, wie steht's? Schon mit dem Sündenpfuhl vertraut gemacht? Gefällt's dir hier? Hier erlebt man vieles zum ersten Mal. Für mich alles uninteressant. War's das mit Aufträgen? Nein, einen letzten Auftrag habe ich noch. Du willst doch Tifa da rausholen, oder? Ist das eine Drohung? Nicht wirklich. Geh zum Kolosseum. Da erfährst du den Rest. Okay. Dann bitte, dann mache ich das doch. Okay. Geht zum Kolosseum. Mhm. Einen letzten Auftrag hat er noch. Warum? Die Leute wollen wieder. Tifa, warum muss ich ausgerechnet ein Alleskönner sein? Willst du mir das mal erklären, Tifa? Da ist mir was eingebrockt. Oh, was ist das denn? Du mich auch. Scheiße, jetzt komme ich hier wieder nicht hin. Raus. Kacke. Warte mal, da lang? Nein. Wie komme ich hier durch? Ach da. Meine Fresse, es ist so verwinkelt alles. Übel. Ne, Moment, da will ich überhaupt nicht hin. Ich will da unten runter. Stopp. Bullshit, Bullshit, Bullshit. So. Hier lang? Hier lang? Warte mal, da lang? Du. Geh raus da. Cloud, wohin? Hilfe. Da rein. Jetzt bin ich gespannt. Was zum Hölle wollte der von mir hier? Warum bin ich wieder im Kolosseum? Auf dich habe ich gewartet, Champion. Okay. Die Plätze sind restlos ausverkauft. Zeig der Meute, was Unterhaltung ist. Und jetzt anschnallen, wertes Publikum. Der unglaubliche Champ Cloud steigt wieder in den Ring. Das wird ein explosives Aufeinandertreffen. Wenn der heißeste Held der Saison auf seinen Gegner prallt, nicht minder heiße Vulkanbomber. Lassen wir es knallen in der Arena. Und ach du Scheiße, wie geil. Let's go. Warte mal, jetzt muss ich erstmal, ne, aufpassen. Eigentlich könnte ich da Eis verwenden, aber ich muss jetzt erstmal Dings holen. Was ist denn, wenn ich mich schütze? Ah, okay. Geht der ATB-Leiste da? Geht die da höher? Nö, prinzipiell nicht. Ist das egal. Komm. So, jetzt erstmal Analyse.
Bin mal so frei. Mhm. Sehr schön. Aha, aha. Wesen, Loran, Feuerballs. Ist schwach gegen alles andere, okay. Cool. Ja, komm, geht mal weg. Ihr Loser. Ja, verdammt. Magie, Eis, Bams. War das effektiv? Ich glaube ja. Was? Was soll das denn? Ihr seid beides Penner. Shazam! Und da ist schon einer down. So, einmal bitte hier. Eis. Was? Ist nicht so cool? Blitz. Ah, okay, Blitz. Passt auf jeden Fall. Kleine Show gefällig? Mm, hier, bitte. Jetzt wird abgerechnet. Shazam! Einer. Und Wams. Geh drauf. Aha. Loser. Nimm das. Einmal. Zweimal. Und tschüss. Lass es. Magie. Einmal vielleicht nochmal Analyse. Shazam. Ein weiterer Triumph. Loser. Er hat Öl in unsere schwelenden Erwartungen gekippt und unsere Begeisterung neu entflammt. Die Menge tobt. Das aufgeheizte Publikum ist kurz vorm Abheben. Ja gut, das war jetzt halt schon, ne, easy. War mir klar, dass du das packst. Hast du gut gemacht. Das ist dein Anteil. Hier, nimm. Und jetzt raus damit. Was ist mit Tifa? Ach, Tifa. Der Wildfang, an dem man sich genauso leicht die Finger verbrennen könnte wie an einem Vulkanbomber? Hey. Hatte nicht vor, dich aufs Glatteis zu führen. Hast allerdings trotzdem bewiesen, dass es dir ernst um das Wohlergehen des Mädchens ist. Das habe ich dir beim Kämpfen in der Arena nämlich angemerkt. Bist ja ein ganz schneller. Und? Hilfst du mir oder nicht? Sehe ich so aus? Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass ich mir keinen Ärger einhandeln will. Aber mittlerweile bist du Manns genug, um den Karren auch ohne meine Hilfe aus dem Dreck zu ziehen und tiefer beizustehen. Hast dich gemacht, wirkst viel entschlossener im Vergleich zu unserem ersten Treffen. So, meine Lektion ist hiermit abgeschlossen. Aeris müsste eigentlich auch so langsam präsentierfähig sein. Hier ist noch ein Rat für den Weg. Lass eine Frau nie warten. Wenn du Pech hast, geht sie vor Wut hoch wie ein Bomber. Wow, Junge. Oh, übel. Der Spruch war übel. So. Dann schauen wir mal. Oh Mann, ey. Gut. Richtig krass gemacht hier. Doch, ich finde den War Market echt gut gelungen. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir sollen ja hier keinen warten lassen. Bibibibibi. So, kann ich? Danke. Gut, ja mal Zeit, Freunde. Da oben, ne? Jetzt haben wir nur noch die Mission. Okay. Ein Gleichgesinnter. Oh, boah, ihr Säcke. Unfassbar.
Hier lang? Jein, nein. Warte mal. Oh, hi. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Hab ich gemacht, du Penner. Gib mir mehr Materia. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Wie viel Daten willst du noch haben? So, was haben wir denn jetzt hier? Da lang? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Cloud, hier warst du also. Tifa ist... Also, alleine schaffe ich das nicht. Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack. Ich verklopp dich gleich. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine Zapp? Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Was will ich denn jetzt hier, okay? Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Okay. Ja, dann mache ich das. Hör auf meinen Rat und geh. Okay, ich muss da rein. Hör auf meinen Rat und geh. Was soll das? Hör auf meinen Rat und geh. Ist hier irgendwas? Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ist doch nichts mehr. What? Warte mal. Hä? Was soll ich denn jetzt machen?
Schmiede einen neuen Plan und fang nochmal von vorne an. Hör auf meinen Rat und geh. Okay. Dann muss ich wohl zu Eris. Hier kann ich nichts mehr machen, obwohl hier der Zielbereich ist. Das wird jetzt interessant. Hey, Platz da! Wir sind doch hier nicht im Zoo! Verschwindet! Bin ich. Wie ausgewechselt. Angeblich steht Cornelio auf so einer Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so pauschig. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Entschuldige. Übrigens, Eris. Hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Huh? What the fuck war das geil? Hübsch, Eris. Unfassbar. Mega.